beim Oktoberfest Landesschießen ist das Besondere, dass wir drei separate besondere Scheiben ausschießen. Zwei Scheiben aus dem oder für das Hause Wittelsbach, einmal zum Geburtstag zu seiner königlichen Hoheit Herzog Franz von Bayern zum 90. Geburtstag, was heuer gefeiert worden ist, und eben die Hochzeit seiner königlichen Hoheit Prinz Ludwig und seiner Frau. Und aufgrund dieser beiden tollen Ereignisse werden also heuer zusätzlich zwei Ehrenscheiben für das Hause Wittelsbach ausgeschossen. Und, darf ich natürlich nicht vergessen, eine dritte Ehrenscheibe von unserem verstorbenen langjährigen Ehrenmitglied Manfred Lange, der wo auch lange Schießleiter beim Oktoberfest Landesschießen war. Ja, man muss Mitglied im Schützenverein sein, unter dem Dach vom Bayerischen Sportschützenbund organisiert. Dann kann man entweder alleine hier rausgehen, sich anmelden, die entsprechenden Einlagen bezahlen, die Scheiben nehmen und dann drauf schießen. Man fährt mit dem Verein raus, weiter, die wo vom GAU weiter weg sind, die organisieren Busse, zwei Busse, gerade im Bereich Franken, die kommen gleich busseweise oder von Schwaben, von Niederbayern. Also jeder im Prinzip, wie er will, der wo Mitglied im Verein ist, alleine mit dem Verein, mit der Mannschaft, samt Busse, wie es passt. Ja, da gibt es also zwei Zugänge, die wo auch beschrieben worden sind in der Schützenzeitung und im Vorfeld kommuniziert worden ist. In diesen beiden Zugängen sind so eine Art Schleusen, muss man also durch, man wird kontrolliert und dann geht es von diesen Zugangsschleusen direkt hier ins Schützenzelt. Ja, natürlich. Die Vereine, die organisieren meistens Tische über unser Büro vom Bayerischen Sportschützenbund. Das heißt, die schießen, geben ihre Sportgeräte zur Aufbewahrung, die wird bewacht, ist verschlossen, und gehen dann mit dem Verein, mit dem GAU, wie auch immer wer dabei ist, rüber und lassen sich hier ein Händel, eine Maß Bier schmecken oder was auch immer. Ja, man muss halt schauen, dass man einen reservierten Tisch bekommt und einfach so reingehen, essen, trinken ist vielleicht untertags möglich, aber an den Abenden, an den Wochenenden ist natürlich ratsam, wenn ein Tisch fest organisiert und auch reserviert ist. Ja, der schaut natürlich, dass das Wohl der Schützen natürlich ist wichtig. Ich schaue, ob alles passt, ob Spaß macht. Ich empfange einige Ehrengäste aus der Stadt München, aus der Politik, aus dem Sport- und Schützenwesen, Ehrengäste. Ich schaue, wenn Vereine und Gaue da sind, dass man sie austauscht. Und dieses gemütliche, bayerische, traditionelle Miteinander, das ist also extrem wichtig. Ja, und dann wünsche ich natürlich allen Sportschützinnen und Sportschützen, auch unserer Schützenjugend, die wo wieder ein Händel spendiert bekommen, gut Schuss, eine tolle Zeit auf der Wiesn und alles Gute.